Guten Morgen. Diese Woche geht es los. Das ist meine neue Wohnung. Ich habe noch die alte Wohnung. Ich habe dazu ein Video, werde ich machen. Vielleicht habe ich es auch schon gepostet, wie ich das nun mache. Mit organisatorisch, das ist nicht das Thema heute, aber ich möchte euch heute einfach informieren darüber, dass ich die nächsten 2 Wochen quasi den ersten großen Test mit diesem Auto hier absolvieren werde. Ich werde knapp 2000 Kilometer fahren und dabei Freunde besuchen. Ich werde am Rohkostcamp teilnehmen. Das ist am Samstag und am Sonntag oder am Freitag geht es schon los. Wer Lust hat von euch, in Euskirchen ist das. Das ist im Westen von Deutschland, in der Nähe von Köln. Dort könnt ihr ja mit ganz vielen anderen, 50 bis 100 Leute werden da sein. Da könnt ihr einfach jeden Tag einfach euch über Rohkost informieren. Ihr könnt miteinander euch connecten und einfach eine wunderschöne Zeit miteinander haben. Und abends singen wir am Lagerfeuer. Ich habe meine Gitarre mit und andere sicherlich auch. Werden wir Musik machen. Und das ist jetzt diesen Freitag bis Sonntag. Müssten der Dennis im Wald veranstaltet das. Ja, verlinke euch seinen Kanal unten. Die Veranstaltung werde ich euch auch unten verlinken. Und da geht es jetzt als erstes hin. Und danach werde ich direkt im Anschluss vom Rohkostcamp mit ungefähr wahrscheinlich 3 oder 4 anderen in diesem Auto quer durch Deutschland fahren zum Rainbow. Das Rainbow findet ja in der Nähe von Berlin statt und da werde ich eine Woche sein und genau, und dann wird es wieder nach Hause gehen. Und da bin ich jetzt 2 Wochen unterwegs, für knapp 2000 Kilometer fahren. Und das Auto wird prall gefüllt sein. Und ja, ich freue mich total drauf. Das nochmal so als Update. Dann möchte ich noch was sagen zu dem neuen Buch. Ich habe das Buch jetzt im letzten Lektorat. Der Titel des Buches wird sein Low Carb. Aber den Titel verrate ich noch nicht. Also, es hat mit Low Carb zu tun und es ist wieder ein Titel von euch geworden. Wieder einer eurer Vorschläge. Und dieses Buch ist echt richtig, richtig gut. Und zwar aus dem Grunde, dass es eben das schafft, was bisher kaum ein Buch geschafft hat, von denen, die ich auch gelesen habe. Und zwar, dass man selbst als wissenschaftlich unbefleckter und nicht ganz so ja, fachlich versierter Leser trotzdem die Essenz dessen begreift, warum eine ausgewogene Ernährung alternativlos ist und dass eine Low-Carb-Ernährung grundsätzlich durchgeführt gesundheitsschädlich ist. Und das ist halt meiner Meinung nach auf jeden Fall ein ganz anderes Buch als die ersten 2 Bücher. Das war eher so Ratgeber und das ist halt tatsächlich so Wissensfund. Es sind über 100 Studien und Bilder. Ich habe eure Kritik oder euren Wunsch mal angenommen für dieses Buch, je nachdem, wie das Feedback dann ist. Ja, werde ich schauen. Also, das ist halt zur Unterstützung des Lesens sind halt immer wieder Bücher, die alles das ein bisschen das, ja, besser aufnehmen, also dass ihr visuell das aufnehmen könnt, was da geschrieben steht. Das sind immer pro Seite so 2, 3 Bilder, ja, um einfach so fürs Gehirn ein paar Ankerpunkte zu setzen, um das Wissen besser aufzunehmen. Und das Buch werde ich dann wahrscheinlich Anfang Juni, Mitte Juni dann rausbringen. Ich werde auch wieder das Cover alles selber machen. Das macht mir unheimlich Spaß, weil ich möchte halt nicht so ein Standard-Cover, wie die meisten halt haben, sondern möchte wirklich selber kreieren. Auch wenn man für $5 bei Fiverr ein Cover sich kreieren lassen kann. Aber ich habe da einfach total Spaß dran, einfach meinen Flow, meine Energie mit reinzubringen. Denn wer ein Buch von mir kauft, der soll auch wissen, dass das auch komplett von mir ist, sei es die grafische Ausmalung, also beim Cover jetzt, oder halt Text logischerweise und auch alles andere. Das Einzige, wo ich mir helfen lasse, ist tatsächlich das Lektorat, also das Rechtschreibfehler und grammatikalische Fehler und so weiter, dass da immer noch mal 3, 4 Mal drüber gelesen wird. Aber ansonsten ist tatsächlich alles von mir und ja, viele von euch, das heißt viele, einige von euch haben auch gesagt und finden das natürlich auch nicht schlecht, dass man sagt, okay, das ist einfach so, ja, Support, dass ich auch das Buch dann kaufe und ja, einfach mich freue, dass ich dann sozusagen dann alle Bücher von War Spirit mein eigen nennen kann, die quasi die große Wissensbibliothek, da ich mir vorgenommen habe, wirklich auch immer gerade
Themen, die, wo es in die Tiefe geht, auch immer wirklich das auch in Buchform zu verarbeiten und vielleicht ja, jedes Jahr ein Buch zu schreiben oder so, keine Ahnung. Es muss halt auch flowen und es muss halt auch wirklich authentisch sein und nicht nur ein Buch schreiben, um ein Buch zu schreiben, sondern ich habe gerade was, was ich rüberbringen möchte und ja, deswegen. In der Zeit, wo ich jetzt weg bin, werde ich bei YouTube weiter alles lesen können. Ich habe das Handy mit und habe auch Internetanschluss und werde ja, da euch verfolgen können. Vielleicht werde ich auch antworten können, keine Ahnung, aber es gibt ja die Funktion jetzt mit den Herzen, das ist auch schön, dass man einfach so das Herz geben kann, dass man gesehen hat, okay, ich habe es gelesen und ja, mal sehen, wie das ist. Ganz kurz noch zum Auto. Ich habe da eine Playlist jetzt angefangen, wo ich den Ausbau, angefangen von dem Gedanken, ich möchte im Auto leben und erstmal den Ausbau des Autos und alles, was mit dem Auto zusammenhängt, das habe ich explizit in eine Playlist gepackt. Ich weiß es nicht, ob es alle Menschen interessiert, aber ich denke, viele Menschen interessiert das speziell oder vielleicht das speziell gar nicht, weil unter ökologischen Prinzipien ist ein Auto im Gegensatz zur Wohnung wahrscheinlich ja, unökologischer. Man verbraucht zwar viel mehr Strom in der Wohnung als im Auto, dafür verbraucht man Benzin und viele lehnen das ab. Und ja, und für die ist es vielleicht nicht so schön, wenn es um das Thema Ausbau von einem Auto geht oder so. Und deswegen ja, habe ich da einfach eine extra Playlist gemacht und da könnt ihr dann auch immer reinschauen. Die Frage ist sowieso, ob das hier mit dem Auto auch funktioniert. Ich habe, wie gesagt, nicht viel Geld gehabt. Ich habe maximal 2000 Euro ausgeben können. Das Gefährt hier hat über 200.000 Kilometer runter. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert und ich kann mir danach nicht sofort ein neues kaufen. Und ja, werde einfach gucken, hoffen, dass es lange fährt und wenn nicht, dann eben nicht. Dann alles gut, es kommt, wie es kommt. Ja, vielleicht sieht man sich ja beim Rohkostcamp oder beim Rainbow. Das Rainbow ist wirklich, ich hatte auch schon Videos gemacht. Da habe ich irgendwie so den Eindruck, dass viele Menschen gar nicht die Chance des Rainbows begreifen. Das ist eine Zusammenkunft, wo man wirklich in einem ersten Schritt die Liebe, die man oft so in Facebook-Postings oder in YouTube-Videos so kultiviert, und aber im Alltag eben oft nicht, weil man dann seine Alltagsprobleme hat und Dinge, die man ja nicht wegschieben kann und die man oder nicht verarbeiten kann. Aber in einem Rainbow hat man die Möglichkeit, fernab der Zivilisation, voller Liebe mit lieben Menschen einfach mal wirklich das zu leben, wo jeder weiß, dass es das Richtige ist. Dass man respektvoll umgeht miteinander. Dass man auch eine gewisse Demut an den Tag legt. Das passiert auch bei den Menschen, ich erlebe das. Ich kenne sehr viele Social Media Aktive. Wenn man die in der Realität sieht, dann ist es häufig so, dass sie nicht die Liebe leben. Und das verstehe ich auch zu 100%. Auch ich habe Phasen, wo ich plötzlich merke, wow, du bist jetzt so in so einem gesellschaftlich konditionierten Fluss drin. Du bist so, ja, so. Aber umso schöner ist es, dass wenn du dann ein soziales Umfeld generiert hast, dass die Leute dann dich darauf aufmerksam machen, sagen, Christian, es tut mir gerade weh, wie wenn ich dich so sehe oder so. Und das war gerade vor 2 Wochen mal so der Fall gewesen. Da waren 2 Menschen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Und da bin ich so dankbar dafür. Da bin ich so dankbar dafür, dass die so waren, wie sie sind. Und ja, also das Rainbow, das ist tatsächlich meine Möglichkeit, Liebe zu leben und wirklich real zu leben, außerhalb der Gesellschaft, ohne Technik, ohne alles Mögliche, ganz rudimentär. Es ist eine unglaubliche Chance für jeden von euch, der da rausgeht. Und ja, wer da Interesse hat, der muss sich informieren. Es gibt halt keine Veranstaltung, sondern man muss halt schauen. Vielleicht, wenn ihr mir über Facebook was schreibt, kann ich euch vielleicht die Einladung weiterleiten, wenn ich euch schon kenne, weil beim Rainbow ist es so, dass das wirklich von Herz zu Herz weitergeleitet wird. Das heißt, wenn man einen kennt, dann kann man ihn dazu einladen, um halt sicher zu gehen, dass dann an dem Event wirklich Leute teilnehmen, die mit Respekt und die mit Demut versuchen zu leben und die ja auch die Erde, auf der wir leben, entsprechend wertschätzen und dort halt nicht irgendwie in den Müll rumschmeißen oder ja, sich eben halt respektlos gegenüber der Erde verhalten. Und ja, deswegen auch keine Ahnung, inwieweit das Internet jetzt alles möglich ist in der Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall auf 2 sehr, sehr ereignisreiche Wochen, auf den großen Test hier mit meiner neuen Wohnung, meinem Auto und ja,
ich werde auf jeden Fall weiter berichten. Ich werde wahrscheinlich auch jeden Tag ein Video posten. Ich habe ein bisschen was, wie immer, vorproduziert. Werde auch immer aktuelle Sachen reinbringen. Vielleicht habe ich irgendwo WLAN auf dem Rohkostcamp danach oder so und kann euch da auch ein bisschen was posten. Ich weiß es nicht. Es kommt, wie es kommt. Und alles ist gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.